Vorstellung von manchen Politikern gehen würde, dann könnte man demnächst im Geschäft nicht nur problemlos Bons kaufen, sondern auch Drogen. Was sind denn eigentlich die Argumente dafür und dagegen? Also ich befürworte das auf jeden Fall, ja, die Legalisierung von Gras, Marihuana und jeglicher Form von Hasch. Also ich glaube schon, wenn Kiffen legalisiert ist und es auch ab einem gewissen Alter zugänglich ist, dass man auch offener mit dem Thema umgeht und dementsprechend auch die Entscheidung leichter fällt, auch mal drauf zu verzichten. Also an sich ist es vielleicht gar nicht falsch, aber man sollte das dann durchaus über einen Arzt kontrollieren und über eine Apotheke ausgeben. Also wirklich als Medikament quasi behandeln und nicht an der Tankstelle verticken. Also staatlich lizenzierte, kontrollierte Drogenshops wären eigentlich die Form, in der alle Drogen, ob sie jetzt heute legal oder illegal sind, kontrolliert angeboten werden, der Jugendschutz eingehalten wird. Aber wenn man halt über Legalisierung von Marihuana spricht, muss ich halt auch sagen, dass ich Alkohol zum Beispiel auch schlimm finde. Also die ganzen kleinen Kiddies, die dann nachmittags zur Tanke rennen und sich Bier holen, damit komme ich zum Beispiel auch überhaupt nicht klar. Ich glaube, es sterben jedes Jahr mehr Leute durch Alkoholkonsum, als Leute durch Marihuana-Konsum sterben. Ich glaube aber auch, dass mehr Leute in Deutschland Alkohol trinken, als dass sie kiffen. Aber auch bei Hasch ist es so, dass ich glaube, dass es inzwischen da auch wahnsinnige Unterschiede gibt. Ne? Dass man kann irgendwie auch in den Substanzen, wie die Sachen hergestellt werden, Hasch kann eine richtig harte Droge sein inzwischen, wo Leute einfach krank werden von. Vor allen Dingen halte ich für ein großes Problem, dass durch die Illegalität die Konzentration des THC gar nicht gewusst werden kann. Ich bin grundsätzlich gegen Drogenkonsum. Ich finde das, man muss alles dafür tun, Kinder davor zu behüten, dass sie damit in Berührung kommen. Mittlerweile sind die sogenannten weichen Drogen kultureller Alltag und deshalb ist es mit nichts mehr zu rechtfertigen, die Konsumentinnen und Konsumenten zu kriminalisieren. Also ich persönlich glaube, so eine Legalisierung würde es tatsächlich ein bisschen einfacher machen, weil selten sind es ja auch wirklich so die Drogen selbst, die das Problem verursachen. Ich glaube auch nicht, dass weder die Zigarette noch der Wodka, noch irgendwie das Gras, noch die Heroinspritze sind letzten Endes schuld an den Problemen, die wir hier haben in Deutschland oder auf der Welt oder Jugendliche haben, sondern das Problem liegt im Elternhaus oder von staatlicher Seite aus, dass zu wenig Bildung da ist. Wobei ich sehr unterstreiche, dass es Aufgabe auch der Gesundheitspolitik, der Jugendpolitik, Familienpolitik und so weiter ist, ein Selbstbewusstsein zu stärken, was es ermöglicht, auch ohne Drogen zu sein und es nicht als ein Mangel zu betrachten, als junger Mensch keine Drogen zu konsumieren. Gleichermaßen finde ich auch, muss ein Mensch auch reif genug sein, um überhaupt eine Wahl zu treffen. Also ich finde, bevor es eine Bewusstseinserweiterung gibt, muss dieses Bewusstsein erst geschaffen werden.